Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 Lieblingsprojekt. Heute am Samstagmorgen, einen wunderschönen wünsche ich euch. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch natürlich auch. Und ja, wir haben ein bisschen Redebedarf. Nennen wir es einfach mal so. Ganz kurz vorab. Leider hat es von der letzten Aufnahme so ungefähr 5 Minuten nicht gespeichert. Das heißt, ihr seht jetzt, wir fahren nochmal den Ertrag des Feld 19. Fahren wir nochmal weg. Wir werden die Mission nochmal abschließen. Warum es das nicht gespeichert hat, ich weiß es nicht. Ich bin der festen Meinung, hey, ich habe auf Speichern gedrückt, wie jedes Mal, wenn ich die Aufnahme beende. Leider war das, ja, weiß ich nicht, habe ich es vergessen oder habe ich, ich weiß auch nicht. Nicht so schlimm, wir machen es nochmal ganz fix, das ist gleich erledigt. Und ja, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Und dann zum anderen Thema gestern. Gestern sollte ja eigentlich dreimal das Glantal kommen. Es ist so gewesen, dass wir am, habe ich aber auch irgendwo mal gesagt, am Donnerstagabend hatten wir so eine kleine Mieterkonferenz bei uns, also es ist so ein Wohnblock, sag ich mal. Und ja, da haben sich halt ein paar Leute getroffen, um ein paar Sachen zu besprechen, die halt so anfallen. So, Werner hat sich gedacht, 19:30 Start, perfekt, spätestens 21 Uhr bist du zu Hause. Jo, zu Hause war ich dann um 1 Uhr morgens, nach etlichen Flaschen Wein später. Gut angetrunken, muss man wirklich sagen, gut angetrunken mitten in der Woche, läuft. Und da war einfach nichts mehr mit aufnehmen. Da war nichts mehr, es hat mir wirklich, also während ich bei diesem Dingens war, mir gedacht, Alter, ich muss aufnehmen. Ich muss jetzt wirklich aufnehmen und so weiter, ne? Und irgendwann mal nachkomm, was sollst du machen? Ne? Da bist du mal mit ein paar Leuten zusammen, hast du Spaß, unterhältst du dich gut. Ja, dann ist es halt einfach so, dass du einfach denkst, ja komm, dann ist es halt so. Dann kommt halt mal am Freitag nichts. Kannst dich auch nicht teilen und es war wirklich nett und cool und so weiter. Hat mich sehr Spaß gemacht. Und ist immer nachkomm, ist halt so, wie es ist. Ne? Ja, also nicht, dass ihr glaubt, ich lag auf der faulen Haut, hab nichts gemacht. Das ist jetzt so, wäre so auch nicht richtig. Aber, ne, wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hatten wir noch eine Drescher-Mission gestartet? Wir hatten mal drüber gesprochen, glaube ich, aber sicher bin ich mir nicht. Wo ist denn die 23? Die ist doch hier um die Ecke, weißt du, um die Ecke. Wir könnten theoretisch gleich mal auf die 23 rüber düsen. Da können wir gleich nochmal eine Mission annehmen, weil die ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, in der Nähe, ne? So. Ja, was gibt's sonst Neues? Eigentlich nichts. Heute kommen planmäßig 3 Folgen, das heißt diese Folge hier um 5 Uhr morgens, die nächste Folge um 12 Uhr mittags und die dritte und letzte Folge für den heutigen Tag kommt um 16 Uhr. Ne? Nur damit ihr schon mal so ein grobes Gefühl habt, wie der heutige Tagesplan aussieht. Ich habe mir auch die Resonanz auf das, unter Anführungszeichen, Hago-Video angeguckt und alter Schwede, das war schon, also das war kräftig. Also das war wirklich ein ganz kräftiges Zeichen der Community, dass da mehr kommen soll, ne? Und ich habe mit dem Hago auch schon gesprochen drüber. Und er hat gesagt, yo, er wird das wahnsinnig gern machen. Das macht ihm Bock, dass die Leute da Spaß dran haben, dass sie das sehen möchten. Und solange da nicht irgendwie so ein Blödsinn drunter geschrieben wird und irgendwie sowas, können wir das gerne machen. Wir haben jetzt auch vereinbart, dass ich ihm demnächst eine GoPro schicken werde. Und er mir dann, soweit es uns möglich ist, diese Aufnahmen hochlädt und ich sie dann zusammenschneide, sodass wir dann ein volles Bild haben und ja, das ist mal so Stand jetzt. Wann da das erste Video, also dass ein weiteres Video kommen wird, das erste ist ja schon erschienen, kann ich euch nicht sagen, aber wir sind dran, also es geht auf alle Fälle voran und ich freue mich wirklich drauf, weil es macht mir auch Spaß, sowas anzusehen. Und der Hago ist halt einfach ein spaßiger Geselle, sage ich mal. Richtig cooler Typ und ja. Das ist einfach cool, dass wir den Hago im Team haben. Ja, das sind wir auf alle Fälle dran. Haben wir gesehen, dass das gewünscht wird und wird auch weiterhin kommen. Noch eine andere Sache, die im letzten Lieblingsprojekt-Video stand. Ich wollte die Curseplay-Version aktualisieren. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich die Version 6.1 und die 00196 Dev. Die soll wohl irgendwie viel besser sein, weil die das und 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 das kann. Muss ich erst testen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe mich da auf euch verlassen. Das funktioniert jetzt besser. Ich habe jetzt den nochmal gedreht. Das heißt, wir machen jetzt
Vom Vorgewende haben wir jetzt wieder gewechselt auf, das, auf die normale Fahrt und das läuft das eigentlich sehr, sehr gut. Perfekt. Genau, wir müssen jetzt den Drescher umsetzen. Ne? Der ist noch am Ansehen, muss aber auch gleich fertig sein. Hier läuft der Helfer. Läuft, läuft, läuft. Habe ich schon mal läuft gesagt? Ich glaube, es läuft. Haben wir... Da steht da hinten ein Schneider. Da hinten steht ein Schneider, sagen. Also ich habe jetzt... Es sieht optisch ein bisschen anders aus, kommt es mir vor. Es sieht ein bisschen, aus, ein bisschen mehr aus wie früher, aber... kann mich auch täuschen. Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Auf alle Fälle, neue Cosplay-Version ist drin. Mit den Modlisten. Das ist halt so ein leidiges Thema immer noch. Aber ich werde versuchen, am Wochenende die Modlisten alle zu aktualisieren. Inklusive CP-Kurse, alles. Oh, das ist gar kein Schneidwerkswagen. Ich habe gedacht, da steht ein Schneidwerkswagen. Da steht eine alte Kanone. Sieht einfach fast gleich aus, ne? Das muss man mal so sagen. Was ist denn das hier? Ah ja. Habe ihn gefunden. Stand noch auf einem anderen Feld rum, weißt du? Weil hier ist ja nichts mehr, was da irgendwie ab... Ah, da hinten ist noch ein Feld, oder? Weil ich wollte halt diese Ecke hier oben erstmal fertig abdreschen, ne? Für die ganzen kollegialen Landwirte hier. Warte mal, das ganz links oben sieht noch relativ reif aus. Die 13. Ist die 13 denn reif? Warte mal, haben wir eine Mission zur 13? Die 13. Die 13 müssen wir ernten. Tatsächlich, ist wirklich so. Akzeptieren, dann lassen wir da hochdüsen. Okay, dann müssen wir uns den Abfahrer nochmal hochholen, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Das ist ja nicht so verkehrt. Der 39er hat fertig angesehen. Super. Da müssen wir gleich mal hingucken, dass wir den aufs nächste Feld setzen. Ah, das ist cool, wenn es so, wenn es läuft, wenn alles klappt, wenn es so nach Plan abläuft, die ganze Geschichte hier. Macht schon Bock. Wie gesagt, das mit dem Ordner anlegen in die ganzen, ne, pro Feld ein Ordner, vollkommen cool. Haben auch sehr viele von euch gut aufgenommen. Und freut mich extrem. Feld 3, oh lol, warte. Oh, das ist aber anders jetzt, oder? Feldarbeit, ja. Buh, kann ich da kein Feld einschilden? Warte mal, hier fehlt doch irgendwas, oder? Wait. Moment, wie funktioniert, wie soll das jetzt hier funktionieren? Ich würde ihm jetzt gerne sagen, er soll Kurs generieren. Kursgenerierung. Ach du Heilige, was denn hier passiert? Okay, wir haben Feld 13. Feld 13. Vorgewende. Alter Schwede, was ist denn hier los? Das ist ja ein Mega-Update. Rundherum, Vorgewende zweimal. Aktuelle Fahrzeugposition, Start, Richtung automatisch. Im Uhrzeigersinn, Arbeit beginnt auf Vorgewende Bahnen. Das machen wir scharf. Inzoomfahrung deaktiviert, übrige Reihen, nix. Feldmitte hoch runter. Am Startpunkt enden deaktiviert. Alter Schwede. Puh, das ist ja... Oh lol. Okay, das ist gut. Was ist, wenn ich jetzt zurück... Ah, jetzt haben wir eine Kurs hier. Ah, ja, da gut, da habe ich da komplett verpennt, ne? Dass die das so super machen, habe ich jetzt aber auch nicht gewusst. Warte mal, machen wir ganz kurz mal den. Speichern. F13. Dreschen. 7,6 Meter, glaube ich, hat das gute Gerätchen hier. Das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Das muss man wirklich so sagen. Also... Ja, war ich gerade ein bisschen überrascht, war ich da ein bisschen. So, was haben wir denn noch für Felder hier, die wir noch ansehen können, müssen, sollen? Die 2! Och, lol. Guck mal, die 2. Haben wir... Da können wir zumachen. Feld 2. Feld 2 Dreschen düngen. Achso, wir waren noch nicht fertig, ne? Wir können dann noch ein bisschen weitermachen. Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Aber tatsächlich muss das sein, weil das machen wir dann einmal und dann ist gut, ne? Feld 2 striegeln. Weil das Feld 2 bleibt ja immer gleich Feld 2. Also wir machen das Feld ja nicht größer oder kleiner. Wir lassen das... Die Feldgröße lassen wir immer gleich. Feld 2 sehen. Zack. So, und die anderen Sachen sind 26, 27, bla bla bla. Wir haben schon einiges gemacht, ne? Also kann man wirklich nicht anders sagen. Dreschen, düngen, grobern, sehen. Aber sehen ist, glaube ich, nicht das Sehen, was wir wollen. Was wir sehen wollen. Ne? Sagen wir mal so. Gut, dann machen wir gleich mal eine Kursgenerierung. Das ist ja wirklich sehr, sehr cool, muss ich ja sagen, ne? Also wirklich, mir gefällt das, muss ich. Ich habe es einmal benutzt und ich bin direkt Fan, ne? Das ist ja wirklich krass.
So, ich finde es auch cool, dass wir mit den Werten durchkommen werden. Das heißt, wir werden mit dem Dünger durchkommen auf alle Fälle. Wir werden auch mit dem Saatgut durchkommen. Das läuft. Ne? So, wir müssen einfach, also wenn ihr wenn ihr euch irgendwie abgestreckt fühlt davon, ne? Einfach von oben nach unten durchgehen. Es gibt alles Sinn. Es sind genau die gleichen Punkte, die es schon gewesen sind. Feld 2, Vorgewende machen wir rundherum, machen wir zweimal. Ist richtig. Scharf. Und das war's. Weißt du? Das ist ja mega geil, bitte. So. Speichern wir sofort ab. F2 sehen. Ich habe vorher sehen falsch geschrieben, fällt mir gerade auf. 9 Meter. Und go. Ich habe auch gelesen, dass einige geschrieben haben, die neue Questbell-Version ist sehr viel weniger fehleranfällig. Oder macht keine Fehler mehr. So kann man es auch beschreiben, ne? Das funktioniert auch super. Der macht natürlich jetzt das Vorgewende nochmal, aber kann er machen. Weißt du, kann er machen. Wie sieht es denn nicht am Hof aus? Tiere haben wir schon mal geguckt. Läuft. Alles rund, alles Roger. Brauchst du nicht viel machen. Was wir aber trotzdem machen können, ist nochmal zu gucken, wie es um die Eier steht, ne? Die guten alten Eier. Helfer F hat einen fast vollen Korntag. Das ist kein Ding. Da können wir gleich mal hinfahren. Das sind die Kartoffeln, glaube ich, nämlich. Gut, die Eier sind im Rahmen. Moin, Schröder. Hast du Fresschen? Hier ist Fresschen. Ach, lass dir Zeit, ne? Mein Guter, lass dir Zeit. So, den Kollegen müssen wir dann hochbringen. Das ist gut, dass er jetzt umdreht, weil ich wollte nämlich immer auf der anderen Seite entladen, ne? So, wir fahren jetzt eben mal runter. Ne, wäre ja cool gewesen, wenn wir das schon hier abdreschen könnten. Könnte man auch, aber will ich jetzt nicht machen, weil ich möchte einfach mal jetzt die oberen Felder alle fertig machen. Und dann können wir gerne mal weiter gucken, ne? Lalalilala. Ja, habe natürlich auch hier auf dem Lieblingsprojekt die ganzen Horsch-Accrovation-Sachen mit reingenommen. Weil ich einfach Bock drauf habe, ne? Oh, das war gar nicht unser Feld. Lol. Und ja, Follow Me Mod habe ich mit drin. Follow Me Mod ist auch rausgekommen. Zu finden im Mod Hub. Ja, Mod Hub. Oder auf Corn Hub. Ne? Morn Hub. Corn Hub. Könnt ihr es auch angucken und da könnt ihr es auch runterladen. Und da hat der Randy auch ein ganz gutes Erklärungsvideo zu gemacht. Also gönnt euch hart und reichlich. Es ist angerichtet, ne? Lalalilala. Ja, was gibt's sonst eigentlich Neues, Schönes, Spannendes, Aktuelles? Nix. Richtig, ihr habt das Ganze genau richtig erkannt. Nix. Aber keine guten Nachrichten heißt auch im gleichen Umkehrschluss keine schlechten Nachrichten, ne? Deswegen kann man das eigentlich ganz getrost sagen. Es läuft, wird immer läuft. Ich habe Bock zu arbeiten. Ich habe Bock, hier weiterzukommen. Ich habe... ja, ich habe auch so viele Sachen Bock hier. Das ist wirklich krass. Warum ich die jetzt hochfahre, ganz einfach erklärt, ist Weizen. Ne? Es ist Weizen. Helfer F ist unser Kartoffelernter. Und Weizen ist halt doch sehr, sehr ergiebig, das Ganze. Und deswegen, bei dem Feld 13 müssen wir auf alle Fälle mit dem Abfahrer rankommen. Das, glaube ich, hat er nicht Platz im Korntank. Er hat einen großen Korntank, den Master Ferguson Drescher, auf alle Fälle. Aber es wird einfach nicht reichen. Also wir müssen auf alle Fälle abladen. Und da eben nichts anderes zu tun war, in dem Moment, weil alle Fahrzeuge sonst unterwegs sind, haben wir gedacht, komm, dann machen wir das jetzt. Und dann ist er oben. Und wenn er gebraucht wird, kann man runterfahren. Und wir können dann in Zukunft einfach mit Follow Me Mod den Drescher und den Traktor gleichermaßen bzw. zur gleichen Zeit auf das neue Feld bringen. Das ist klasse. Das ist einfach klasse, ne? So, der Kollege fährt da vorne seine Runde in seine Bahnen. Wir bleiben jetzt hier erstmal auf dem Weg stehen. So, wenn das soweit ist, ne? Dann können wir gucken, wie wir tun. So, den müssen wir heute wahrscheinlich auch wegbringen, den Kollegen. Irgendwie ist jeder mein Kollege hier, ne? Soll nicht so doll einlenken, wurde in die Kommentare geschrieben. Dann fährt er auch mehr als die 4 km/h die Kurve. Wir sind jetzt auf 6, ihr habt recht. Ich gebe Vollgas, ne? Nicht, dass ihr glaubt, ich mache jetzt irgendwie hier... Nee, ich gebe Vollgas. So, ich glaube, der vordere Anhänger ist leer. Ah, voll. Leer. Ja, genau, Werner. Nee, ich glaube, der ist voll. Müssen wir gleich mal gucken. Ich hätte lieber 2 Drehschimmel genommen, muss ich ehrlich gestehen. Ne? So.
Geht da noch was rein? Nee, da geht sogar noch was rein. Ja, ist ja super. War nicht so viel. So, der Rest hier rein und dann, wir müssen auf alle Fälle mal abtanken, fahren. Aber das und vieles mehr machen wir heute in der zweiten Folge, die um 12 Uhr rauskommt. Ich würde euch bitten, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch einen Kommentar reinschreiben, was wir sonst noch machen können, verbessern können und so weiter und so fort. Bin erstmal raus. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Mittag wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.